Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, der Thorsten versteckt sich jetzt immer hinter sein Browserfenster. Könnte man meinen, ist aber nicht so. Ich wollte nur mal wieder auf ein Event hinweisen, an dem ich auch tatsächlich selber mal teilnehme. Also der Einsterne-Papst hier, der Toto himself, macht einfach auch mal bei einem netten Potluck-Event oder nimmt bei einem netten Potluck-Event teil. So ein Potluck-Event ist ja eigentlich, Potluck heißt ja eigentlich, glaube ich, viele, viele sind eingeladen und bringen etwas mit, jeder ganz individuell. Aber es gibt ja auch ein Rathaus 12 Potluck-Event. Das Ganze wird so ein bisschen koordiniert und durchgeführt, glaube ich, von der lieben Dari vom Beast, vom Clan Bad Taste. Und ich bin vor ein paar Wochen schon angesprochen worden, denn für so ein dickes Ding hier muss schon ein bisschen mehr Vorbereitungszeit da sein. Also jeden Freitag, glaube ich, oder jeden letzten Freitag im Monat, so habe ich das, glaube ich, irgendwo gesehen, wird so ein, ja, so ein 50-50 gemacht. Also 50er Clankrieg, Rathaus 12, also 100 Spieler insgesamt. Und man kann sich natürlich hier über den Rathaus 12 Potluck Event Server anmelden. Ihr seht jetzt mal so ein bisschen Einblick auch in meinen Discord. Also wunderschönen guten Morgen, liebe Potluck Teilnehmer und so weiter. Wir wollen mal wieder so ein bisschen was Außergewöhnliches neben den ganz normalen Kriegen, neben den Farmen bringen. Also 51 gegen oder 50 zu 50. Das Ganze soll dann stattfinden am 25.10. Das heißt, da findet der Livestream dann auch statt, den ich machen werde. Natürlich ist das nicht ganz dahergeholt, dass ich das schon mal ein bisschen für euch bewerbe. Könnt ihr euch vielleicht schon mal in den Kalender eintippeln. Und wie läuft die Anmeldung? Die Anmeldung läuft natürlich über den Discord. Ich versuche euch den Link in die Beschreibung reinzupacken, denn ich bin hier eingeladen worden. Ich weiß nicht genau, ob man da einfach so reinkommt. Müsste ich mich jetzt auch selber wieder schlau machen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das letzte Mal hier mit jemandem gesprochen habe, waren es so 40, 50 Teilnehmer. Also wir suchen noch händeringend hier für dieses Turnier oder für diesen Clankrieg. Es ist ein Friendly War, also ein Freundschaftsklankrieg. Rathaus 12, also scheut euch nicht. Also ihr müsst, glaube ich, nicht Max sein oder sowas. Das ist mal ganz nicht ganz von weit weg, aber ihr werdet natürlich auf Max-Spieler treffen da. Und gebt euch ruhig einen Ruck, auch wenn ihr ein noch nicht so gutes Rathaus 12 seid. Denn man kann nur aus solchen Sachen vor allen Dingen lernen. Man kann eine ganze Menge Spaß haben. Unser Toto wird uns dabei mit seinem Livestream dazu unterstützen und bespaßen. Okay, lieben Dank auch. Werde ich natürlich machen. Und ich wollte aber nochmal darauf hinweisen, dass hier noch so ein bisschen, so ein paar Rathäuser fehlen. Also ich habe heute auch mal meine Anmeldung denn mal abgegeben. Hier unten seht ihr es, also auch der Toto Anmeldung Thorsten. Reicht, kurzes Pick damit rein, dann weiß man auch, wie der Account in etwa aussieht. Aber die meine Folgen so ein bisschen kennen, wissen, dass ich dort mit dem Max 12er aufschlagen werde. Aber ich werde jetzt auch auf meinen, ja, eigentlich schon fast Max 11er springen. Also nochmal darauf hingewiesen, auf das Potluck-Event hier und joint den Discord hier. Ihr seht das ja, links unten gibt es auch den Toto Clash Discord. Also auch, ich habe einen Discord-Server, ist auch immer, Link ist immer unten drin. Der ist auch, ist so ein Dauerlink, der ist immer gültig. Und dann kommt man hier auch auf meinem Discord. Hier gibt es auch etliches an Kanälen. Ab und zu quatsche ich hier auch mal ein bisschen rum. Also kommt hier ruhig rein. Diskutiert mit uns, quatscht mit uns, Taktiken, alles aus der Welt, was halt so geht. Aber jetzt erstmal auf Clash of Clans gesprungen. Und ihr seht, ich bin hier heute auch mal ein bisschen anders in der Kamera, das heißt, ich habe hinter mir so eine kleine Baustelle und die musste ich jetzt, dafür musste ich den Greenscreen mal so ein bisschen teilweise wegmachen. Deswegen ist er nicht ganz vollständig, deswegen habe ich heute mal so einen Rahmen um mich rumgepinnt. Ich glaube, ist nicht so schlimm und musste ich mal ein bisschen improvisieren. Aber ihr habt es ja im Titel gesehen, was soll denn das? Also ich weiß auch nicht, was es soll, komme ich aber gleich hinzu, denn bei den Herausforderern habe ich jetzt auch ein paar Tage nichts aufgenommen oder ich habe überhaupt keine Folgen gebracht und ich wollte so händeringend, habe ich noch im Livestream gesagt, Mensch, ich wollte eigentlich unbedingt noch was zeigen, denn unser Lock hier ist relativ grün, ja, gar keine Frage. Wir sind also schon grün in die Liga gestartet hier, aber der letzte Clankrieg, der war nochmal, ja, der hat nochmal ein bisschen rausgestochen, denn wir haben 86-80 gewonnen, aber nicht irgendwie, sondern der gegnerische Clan hat relativ früh, na, was heißt früh, diese 80 Sterne gehabt und hat uns da ganz schön hier ausgezogen, muss man mal so sagen. Wir haben auch erst gedacht, alter Falter, die lassen oben nur so ein paar Sternchen. War aber gar nicht so, denn wir haben nur ein paar Sternchen gelassen, nämlich nur satte 4 Stück und war natürlich ein Dipfest vom Herrn. Wenn ihr hier in die Kriegsevents reinschaut, dann, ich habe mir das jetzt mal so 2 Stunden vor Schluss reingepickt,
Das müsste so in etwa hier anfangen, hier beim Barky Boy. Da hat der Gegner noch mal ein bisschen versucht, aber danach haben wir hier die Sterne reingefahren ohne Ende. Thunderbird hat noch mal einen kassiert, zwei hier. Und dann seht ihr das hier, aber die meisten waren Dips, aber einer war kein Dip hier. Denn, wo ist er hier? Unser Miss Marple, unser Miss Marple. 11 auf Rathaus 11. Und ich würde sagen, ist schon eine ziemlich starke Base, allerdings auch noch nicht so super Fullmax, glaube ich, was Rathaus 11 Defensive angeht. Ist aber nicht so schlimm. War einer der wirklich wenigen Dips erstmal. Wir haben so ein bisschen im Rathaus 9er Bereich geschwächelt und hatten auch im 10er Bereich kleinere Probleme, so hier und da. Und dann glücklicherweise hat man ja im Klankrieg zwei Angriffe und Miss Marple hat den zweiten hier genutzt nach dem ersten, den er auch dippen durfte hier mit Riesenhexenbowler. Geht eigentlich immer die Kombi. Sprung war ein bisschen früh, mal wieder, weil man auch immer wieder nicht wusste, wie weit kommt denn eigentlich meine Karre. Die Karre ist immer noch am Leben. Aber die anderen Truppen springen natürlich auch schon mit rüber. Ja? Manchmal kann es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht sein. Dann sind die anderen Truppen schon mal vor der Karre, schützen die auch noch. Denn da kommen ja auch noch ein paar Truppen raus. Also, ja, vielleicht doch nicht so schlecht, der Sprung. Vielleicht doch nicht so schlecht. Karre fährt jetzt bis zum Rathaus, da ist aber jetzt auch wirklich Ende und ist komplett durchgefahren. Ist natürlich super, wenn die so geschützt ist hier. Das ganze Ding wird aber nochmal fürchterlich eng am Ende und allerdings haben wir auch nicht mehr wirklich gezittert, denn es stand schon fest, dass wir gewonnen haben. Also nochmal Gratulation hier an den Clan im letzten Clankrieg vor der Liga. War das wirklich eine echt geile Teamleistung hier, was hier hingelegt wurde. Und es wurde auch ungewöhnlich viel mal über Taktiken gesprochen und wie kann man eigentlich was machen, wer macht eigentlich vor allen Dingen wen. Denn der eine oder andere möchte ich vielleicht nicht dippen, weil er vielleicht noch ein bisschen höher ambitioniert ist, anzugreifen. Und so war das hier, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, ob da drunter noch eine Base war, aber irgendwie so, glaube ich, war das hier. Ich sehe aber, wenn ich hier nicht ganz transparent im Bild bin, dann verdecke ich euch die Prozente hier. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Wir sind jetzt bei 89% gerade und auch meine berühmte Pausentaste war wieder dazwischen. Ist manchmal so. Ist manchmal so, aber das Ding hier wird nochmal ganz, ganz eng. Und ihr seht hier, eine Truppe nach der nächsten geht drauf. Aber der Warden hier, der Warden mit seiner Fähigkeit, ja, erst macht er den Bogenschützenturm ein Hit darauf, dann geht er weiter auf das, was er halt immer unterstützt. Genau weiß ich jetzt auch nicht, wo seine Prioritäten dann liegen zur Unterstützung. Ich meine, hier kann er jetzt nichts anderes mehr machen als die restlichen Gebäude und die restlichen Verteidigungen. Ich glaube, der war schon mal angehittet. Und auch hier tanken jetzt die kleinen Skelette für den Warden und nochmal die kleine Tornado-Falle da. Aber noch genug Truppen über und der Warden hilft hier in jedem Fall. Also echt krasses Teil hier. 11 auf 11. Ja, sehr, sehr schick. Und 86-80 nochmal gewonnen. Hier nochmal richtig einen schönen, netten Sieg reingefahren. Aber wir kommen jetzt mal zur Liga, zu dem, was eigentlich ja auch im Bildchen steht. Und das ist in unserer aktuellen Liga im Moment. Da weiß ich nicht, was so manche geritten hat. Den ersten Clankrieg haben wir hier übrigens nett gewonnen. Vielen Dank an die Live-Zuschauer auf Twitch, die vor allen Dingen mir da ein bisschen bei geholfen haben, aber die auch ein bisschen Leid bei mir gesehen haben, denn ich habe ja auch mal so eine Nullnummer hingelegt. 39% habe ich mich mal so richtig pranken lassen von einer Base. Ist aber nicht so schlimm, haben wir trotzdem gerissen, denn auch der Gegner hat ein wenig Federn gelassen. Die haben uns zwar hier im unteren Bereich ganz gut beschäftigt, aber hier im oberen Bereich haben sie denn doch etwas mehr geschwächelt als wir. Also keine einzige 12er Base hat die zwei Sterne kassiert. Da war der Gegner jetzt nicht so gut, da haben wir dann gegengestunken, immer schön mit zwei Sternen. Ganz, ganz solide, ab und zu auch nochmal ein Dreier hier reingefahren vom Max. Und dadurch, dass die auch eine Nullnummer hatten und wir auch, mussten wir jetzt leider eine Base offen lassen. War aber nicht so schlimm. Denn am Ende war es doch relativ deutlich, aber auf diese komische Base hier, die haben wir sowohl im Rathaus 12 als auch im Rathaus 11 angreifen müssen. Und ist, denke ich mal, eine Kombi, vor allen Dingen mit den Hogridern. Hinten diese Ecke, die so auf 9 Uhr ist hier ab dem Rathaus, die ist ein bisschen komisch. Denn wenn man hier, habe ich glaube ich schon mal die Erfahrung gemacht, mit Luft reinkommt, dann kommt hier so eine Phase, wo lange gar nichts ist, ne? Wo die einfach nur fliegen. Denn auch ums Rathaus hier sind jetzt nicht alle Tesla gewesen. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt einer war. Schauen wir mal weiter rein. Hier also kleines Killsquad mit Karre vorweg.
Hier wird schon mal der Adel jetzt weggemacht, denn der Rest erfolgt hier über diese fast Boxbase mit Hogridern. Hier gehst du den letzten Inferno bzw. den ersten Inferno ankragen. Der zweite Inferno ist hier ganz, ganz unten. Ist auch eine komische Base. Und die kann man mit verschiedenen Taktiken machen, sowohl mit Luft- als auch mit Airtruppen, also auch hier mit Hox. Und die nimmt er jetzt von dieser Seite hier. Da haben die erstmal recht wenig defensive Gebäude auf sich, denn die müssen jetzt erstmal für sich ganz alleine tanken hier. Walküren waren in der Clanburg, hinten ist alles weg. Queen ist noch dabei, springt hier jetzt und dann hat er jetzt hier seinen Hogrider-Part ohne den Warden. Den Warden hatte er im kleinen Killsquad mit eingesetzt. Kann man mal so machen. Könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben, ob es sinnig ist, den, ich sag mal, bei der Masse jetzt beizuhaben, bei den Hogridern, oder ob es doch sinnig ist, beim Killsquad den Warden mit drin zu haben. Ist sicherlich auch ganz, ganz unterschiedlich, je nach Base, je nachdem, wo du siehst, dass dein Killsquad doch ein bisschen zu viel Feuer kriegt, den Warden mitzunehmen. Aber hat er, denke ich mal, richtig, richtig krass gemacht hier. Schönes Ding hier von Max. 6 auf 6. Also der Clankrieg war eine knappe Geschichte. Aber wie gesagt, wir haben einen halt ganz gefehlt, mussten dadurch einen auslassen. Ist aber nicht so schlimm, musste der Gegner ja dann auch. Denn der Gegner hatte hier im unteren Bereich zwar gefehlt. Ich glaube, es war auf die 25 hier auf unseren TF-14, hat dann aber noch einen Dreier mit jemand anders geholt. Also die haben dann auch versucht, ihre Sterne zu retten. Ist ihnen nicht gelungen im aktuellen Clankrieg. Toto kurz mal Luft holen. Im aktuellen Clankrieg sind wir etwas unterfordert oder überfordert. Denn der Gegner hat hier ein bisschen viele Elfer und Neuner bzw. Zehner. Auch das hier unten ist noch ein Elfer, aber nicht ganz so gut. Ich habe ja auch mein Tagesfeld hingelegt mit dem Barfuß auf Null Sterne, das heißt, auch hier haben wir mal wieder ein bisschen Druck. Jetzt entweder lassen wir einen aus oder wir bringen jemanden auf 3 Sterne, wie der Kollege Miele das hier gemacht hat. 12 auf 12, Max Rathaus 12 auf Max Rathaus 12. Den mal mit 3 Sternen zu belegen, also all Hut ab, und bringt uns oder hat uns zu dem Zeitpunkt natürlich ein bisschen wieder rangeholt, denn wir haben im unteren Bereich Rathaus 9er, das hat der Gegner jetzt gar nicht. Der hat nicht einen einzigen Rathaus 9er, der hat da unten 10er und 11er. Ich würde sogar sagen mehr 11er. Ist aber, glaube ich, auch in unserer Gruppe der einzige Gegner, der jetzt so etwas stärker aufgestellt ist als wir. Wir werden hier unser Bestes geben, wir werden unsere Sterne, denke ich, machen. Liga halten, denke ich mal, könnte das Ziel sein, denn ich habe mich auch vor Beginn der Liga hier für eine 30er Liga mal wieder entschieden. War ja erst so, ja, vielleicht doch eine 15er mit den 9ern, aber wir sind jetzt nur noch 4 9er unten oder 3. Das ist jetzt auch nicht mehr viel. Wir haben so ein bisschen noch aufgeholt, was 12er, 11er, 10er angeht. Und von daher habe ich gedacht, ach komm, lass uns mal eine 30er spielen. Wenn jeder seine 8 Sterne hier holt, wir werden auch ein bisschen durchtauschen können. Und zwar richtig durchtauschen können. Also hier sollen auch noch mal ein paar Neuner ihre Sterne wenigstens bekommen, wenn vielleicht auch nicht 8. Aber sie können ja wenigstens ein paar mehr machen als nur zugucken. Dann gibt es wenigstens ein paar mehr Marken als nicht dabei gewesen zu sein und nie gekämpft. Aber trotzdem natürlich ein paar Marken abgegriffen, je nachdem wie oft wir hier siegen. Und einmal haben wir ja schon gesiegt. Ich denke mal, dieser hier, oh, der wird ganz knapp. Der wird knapp. Verloren ist er noch nicht, der wird halt ganz knapp. Und hier ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Auch der jetzige Gegner hier, die Dark Masters, haben schon einen Einsterner hingelegt. Ich meine, okay, ich habe jetzt einen Nuller hingelegt. Dadurch, dass der Miele hier jetzt einen Dreier hingelegt hat, müssen die jetzt oben auch ein bisschen kontern. Ist alles auch so viel Rechnerei dabei. Hätte, wenn, was und so weiter. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das Ganze hier ausgeht, aber das hat er schön gemacht. Hier hat gar nicht mehr so viel Truppen jetzt am Start, hat aber auch nicht mehr so viel defensive Gebäude und noch einen Babydrachen. Den lässt er jetzt gleich, glaube ich, außen mitfliegen, sobald diese Luftabwehr weg ist. Denn vorher braucht man den, glaube ich, im Moment jetzt nicht setzen, dann hat er ja zu schnell Beschuss von der Luftabwehr. Queen macht das hier wunderbar unten mit den Hexen. Also auch da brannte hier gar nichts an. Wie die immer so hüpfen. Und jetzt kommt der Babydrache mit hinzu, wunderbar, einfach mitfliegen lassen. Glücklicherweise auch keine einzige Luftfalle mehr hier außen. Und so sind das echt coole 3 Sterne hier, 12 auf 12, das bringt uns ein kleines Stück nach vorne, muss ich echt mal so sagen. Auch wenn wir, ich glaube, wir sind derzeit Vierter,
das gar nicht so erhofft hatten, dass wir vor allen Dingen im ersten auch so gut abschneiden. Glaube ich, war auch vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen überraschend. Jetzt komme ich endlich, ich alter Clickbaiter, komme jetzt aber endlich mal zum Titel. Denn in Season Info sieht man ja immer schon alle Clans. Und ihr seht auch, wir sind hier Vierter bei den Herausforderern. Aber was soll das hier unten, dieser Clan hier? Ich weiß nicht, was das soll, muss ich mal so sagen. Ich meine, die haben 84-0 eine Klatsche gekriegt. Keine Ahnung, da hat sich doch jemand Spaß erlaubt, oder? Die haben Warlock, die haben den letzten Clankrieg vor 81 Tagen gemacht. Ja, 81 Tage ist es erst her. Ja, und ich glaube, der Clan ist so ziemlich leer und tot. Das heißt also, jeder in dieser Gruppe wird diesen Clan schlagen und da die auch wirklich so bis zur 30, je nachdem, wer die hier jetzt reingenommen hat, nicht so wirklich gut sind, kann ich hier noch ein paar Neuner mehr reinlassen. Also, wenn wir gegen die dann antreten, glaube ich, da können wir dann so ein bisschen, ja, na, ihr seht das hier. Wir gehen nochmal ein kleines Stück höher hier auf 17. Neuner, ja. Also ich glaube, da brauche ich nicht unbedingt alle Zwölfer, dann können die auch mal ein bisschen pausieren und ein paar Elfer, dann nehme ich lieber ein paar Neuner mit rein, dass die noch ihre Sterne hier machen. Ich glaube, so ist das ganz fair. Also, cooles Ding hier, bleibt in jedem Fall am Kanal dran. Wir werden in jedem Fall so ein bisschen mehr von der Liga hier sicherlich sehen. Ich war zwar erst noch ein bisschen Liga-müde, aber ihr habt das, glaube ich, in den Livestreams auch auf Twitch gesehen. Habe ich doch ganz schön Bock, vor allen Dingen Bock mit euch immer ein bisschen zu planen und ein bisschen zu gucken. Macht Spaß, ich denke mal, das ist dann auch so beidseitiger Spaß. Ich habe Bock am Planen und so ein bisschen am Chatten etc. Und so haben wir immer gemeinsam so ein bisschen was, wenn es darum geht, hier auch Liga zu spielen. Also bleibt einfach am Kanal dran. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mal am Ende einen Daumen nach oben da, abonnieren da unten nicht vergessen und die Glocke stellen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Toto. Let's go.